The Layman's Guide to Zero-Day Engineering is our next talk by unser nächster Vortrag ist and my colleagues der Anfänger-Vortrag für Zero-Day-Entwicklung. Contest assure me that our next speakers are really very much top of their class, and I'm und really unsere nächsten looking Vortragenden sind wirklich spitze. A capture the flag contest like that requires having done a lot of your homework up front, so that you have the tools at your disposal. Also so ein Capture the Flag Vortrag. And Marcus and Amy here to tell us something way more valuable about the actual tools that they found, but how they actually arrived to the at those tools, and the, you know, the process of going to the. And I think that is going to be a very valuable recipe or lesson for us. So please help me welcome Marcus and Amy. Bitte begrüßt Marcus und Amy für diesen lang erwarteten Vortrag. All right. Hi, everyone. Thank you for making out to our talk this evening. Hallo und danke, dass ihr gekommen seid. I'd like to start by thanking the CCC organizers for inviting us. Ich möchte anfangen, damit, dass ich den C3-Organisatoren danke. And we're really happy to be here. Wir sind sehr froh, dass wir hier sein können heute. I hope you guys enjoy. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Vortrag. Okay, so who are we? Also, wer sind wir? My name is Marcus Gazadon. I sometimes go Marcus. By the handle Gazadon, which is my auch last name. And I'm joined here by my coworker Amy. Und who's also a good friend and Mitarbeiter Amy. We work for a company called Ret2 Systems. Wir arbeiten für Ret2 Systems. For security research and development. Wir machen quasi Sicherheitsforschung und Consulting. Availability of security education and specialized security training. As well as raising awareness and sharing information wir like you're machen see auch today. Awareness training. So this talk has been structured also, roughly to show our approach. In diesem Vortrag zeigen wir euch in etwa, wie wir we're going to talk Software about one of the auseinandernehmen, um Zero Days zu finden. We hope to break some common misconceptions. Und wir hoffen, dass wir so ein paar Missverständnisse aufklären können, wie Zero Days entwickelt werden. Wir hoffen, dass wir so ein bisschen so unsere eigenen Entdeckungen hervorheben können, ein bisschen. And we're going to try to offer some advice on how to get started doing this kind of work. Wir hoffen, dass wir euch so ein paar Hinweise und Tipps geben können. We're calling this talk a non-technical commentary about the process of zero-day engineering. Also, wir nennen das so ein nicht-technisches Kommentar bezüglich des Prozesses. Also manchmal könnte das sein, dass wir so ein bisschen offensichtliche Sachen sagen. Der Punkt ist, dass da weniger Magie hintersteckt, als die meisten von euch erwarten. For those that don't know, Pwn to Own is an industry-level security competition. Pwn to Own 2018 war eine industry-level contest für researchers from around the world to showcase zero-day exploits against high-value software targets such as Premier. Und das Ziel ist halt, Zero Days zu zeigen gegen Benutzersoftware, die tatsächlich irgendwie auch doll bekannt sind, zum Beispiel Safari, Edge, Chrome. So at Ret2, we thought it'd be fun to play in Pwn to Own this year. Specifically, we wanted to target the competition's browser category. Und dieses Jahr wollten wir auch teilnehmen und wir wollten halt die Browser targeten. But also to avoid unter anderem halt Edge. And so for this competition, we ended up developing a type of zero day known und typically as a single-click RCE diesen, or Safari remote, kind of as some industry language. Für diesen so what this contest means is haben wir halt einen Single-Click RCE für Chrome entwickelt. That's kind of terrifying. You know, das heißt halt, dass man mit einem einzelnen Klick Adminrechte auf eurem Rechner kriegen könnte. Malicious links or not getting spear phished, but it's so easy. Und ja, ich weiß, dass die meisten von euch denken, dass ihr keine komischen Links anklickt und dass ihr für Spearfishing jetzt nicht so verwundbar seid, aber jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in so einem Coffeeshop. This is actually Joshua Smith from ZDI holding the competition machine after our exploit had landed. Hier auf dem Bild seht ihr, wie die Maschine aussieht, nachdem unser Exploit funktioniert. Und nachdem er halt ausgeführt wird, sieht man halt, dass der Taschenrechner aufgemacht wird. Und nur so aus Spaß haben wir halt auch dafür zugesehen, dass der Desktop-Hintergrund geändert hat. Wir hatten tatsächlich gar keinen MacBook in unserem Büro. Und also jetzt könnt ihr mal sehen, wie wir als Experten das angehen,
unbekannte Softwareziele anzugreifen. Das hier ist ein Teil von einer sechsteiligen Serie, denn wir veröffentlichen tatsächlich alle unsere Beobachtungen auf unserem Blog. Da gibt es dann auch die technischen Details. Da könnt ihr euch die, auch die ganzen technischen Details in eurer eigenen Zeit anschauen. Und jetzt geht's los. Das ist der erste Steck, der erste Schritt in Richtung Zero-Day Exploit. Wir haben gesagt, dass wir die am besten beschützte, sicherste Consumer Software uns anschauen. Und das ist kein Scherz. Okay, also jetzt, da müssen wir erstmal überlegen, was wir erreichen wollen. Also, ihr seid vielleicht ein Sicherheitsexperte oder einfach nur ein Enthusiast. Und ihr habt Interesse daran, etwas wie ein Browser zu knacken. Die Unternehmen, die hinter dieser Software stecken, das sind einige der wertvollsten Firmen, die es heutzutage gibt. Und die investieren viel in die Sicherheit ihrer Software. Da wird mehr Geld reingesteckt als jemals zuvor. Das hier ist ein wunderschöner Berggipfel, der repräsentiert, wo wir hinwollen. Hier will jeder jeden kriegen. Ihr könnt euch vorstellen, dass eure Gegner haben unendlich viel Geld, unendlich viel Zeit und auf eurer Seite. Und So these obstacles are not fun, but it's only going to get worse for you. Newcomers often don't prepare themselves for understanding. Leute, die neu dazukommen, bereiten sich meistens nicht wirklich vor und wissen nicht, was für Zeiträume sie erwarten sollen. Also für diesen Capture the Flag haben normalerweise so 36 bis 48 Stunden, oft über ein Wochenende. But how long does it take to develop a zero day? Wie lange dauert das jetzt wirklich, so ein Zero Day zu entwickeln? Hängt ab. I have seen someone produce a Chrome / V8 bug. Manchmal hat man Glück und man findet echt so ein Ding in zwei Tagen und manchmal dauert das zwei Wochen und manchmal zwei Monate. Und manchmal kann es halt auch echt länger dauern, um sich so ein Exploit zu entwickeln und ein neues Ziel sich auch mal anzugucken. Das kann halt auch mal 3,5, 6 oder mehr Monate dauern. Also im Vorhinein kann man eigentlich echt nicht sagen, wie lange es wirklich dauern soll. Also, wie gesagt, im Rahmen dieser Challenges gibt es keine obere Grenze. Du weißt nicht immer, wonach du eigentlich suchst. Und du arbeitest mit Projekten, die halt mehrere Größenordnungen größer sind als das, was man an dem man so trainiert. Also ich kann schon die Tränen und so in euren Augen sehen. Aber ihr solltet euch da echt keinen Stress machen. Als Anfänger muss man halt einfach das im Kopf halten und akzeptieren, dass man vermutlich beim ersten Mal nicht unbedingt erfolgreich ist. Okay, nachdem ich jetzt so die psychologischen Grundlagen gelegt habe, gehen wir mal in Schritt 1 rein, und zwar, das ist die Informationsbeschaffung. Okay, hier ist Metasploit, und der erinnert euch daran, dass ihr mit Recon anfangen solltet. Und es kann halt echt überfordernd sein, gegen so ein echtes Ziel anzulaufen. Womit fange ich an? Wohin gehe ich? Also muss man so Grundwissen über das Ziel schaffen. Und ganz ehrlich, das ist so der am wenigsten glamouröste Teil der Entwicklung und viele überspringen das. Aber vor allem in dem Blogpost steht dann halt nicht, dass man jetzt irgendwie 8 Stunden über Safari gegoogelt hat, bevor ich diesen Zero Day geschrieben habe.
Also, erster Hinweis, alles zusammensammeln, was ihr über euer Ziel findet. Ja, also, wie machen wir es zum Beispiel? Wir googeln. And what we do is we go through and we click and we download and we bookmark. Und was wir machen ist, wir googeln und wir gehen einfach durch alles durch und wir bookmarken und wir speichern alles, was wir finden, für etwa 5 Seiten von Google. Und vielleicht auch mal einen Blick auf die dazu bezogenen Suchen werfen und alles speichern, was irgendwie relevant aussieht. So you just keep doing this. Over and over and over again. Und das macht ihr weiter und weiter und weiter und weiter. Alles, wo ihr denkt, dass das könnte irgendwie mal relevant werden. Ihr wollt alles wissen, was es über dieses Ziel zu wissen gibt. Selbst wenn es nicht Apple oder Safari spezifisch ist. Ne? Alles suchen, was ihr finden könnt. Also was ihr jetzt machen wollt, ist halt eine Bibliothek an Literatur zusammensuchen, die sich so um die Sicherheit eures Ziels dreht. Und ihr sollt euch nicht zwingen, jetzt beim ersten Mal alles verstehen. Am Ende von dieser Nachforschungsphase solltet ihr in der Lage sein, folgende Fragen zu beantworten. Was ist das Ziel von der Software? Wie ist es eigentlich aufgebaut? Also kann mir einer von euch erklären, wie WebKit tatsächlich aufgebaut ist? Wie debuggt man das? Wie machen die Entwickler das selber in ihrer Entwicklungsumgebung? War das historisch schon irgendwie verwundbar oder war es eher sicher? Ne? Wie sieht so der Security Track Record aus? Okay, jetzt sind wir hier durch und machen mit Schritt 2 weiter, der Zielauswahl. Es gibt da tatsächlich verschiedene Namen, wie man diese Stufe jetzt nennen kann. Wir schauen uns jetzt Apple Safari an, aber worum es generell geht, ist, dass man quasi sich etwas einschränkt, das, was man machen will. Hier sehen wir eine Visualisierung vom WebKit-Quellcode. Also ihr müsst wissen, dass Apple Safari Webbrowser tatsächlich auf dem WebKit-Framework aufbaut. Das ist ein Open-Source-Framework und das ist eine Treemap-Visualisierung von dem Quellcode-Verzeichnis, wo jede von den Boxen eine Datei repräsentiert und die größeren Boxen sind dann eben Verzeichnisse, die grauen Boxen und die blauen Boxen sind dann eben Dateien. Und die Größe sind dann jeweils die Anzahl von Zeilen von Code. Das Farbschema zeigt die zyklomatische Komplexität, also wie kompliziert der Quellcode ist. Und ja, wie findet man da jetzt quasi in so einer riesen Codebase die Stellen, wo die Sicherheitslücken sind? Ich habe vielleicht 100.000 Zeilen C++ oder C, also ich habe definitiv nicht so viel geschrieben. Das heißt, wie macht man das jetzt zugänglich? Man muss im Prinzip jetzt sich auf Tiefe fokussieren, anstatt auf die Breite. Und das ist besonders wichtig, wenn man sehr große Ziele oder solche große Ziele angreift, insbesondere wenn diese großen Ziele schon sehr ausgeprägt sind und schon eine große Historie haben. Das heißt, man muss ja wirklich sehr detailliert sein. Also, wie gesagt, den Fokus einschränken. Wir schauen jetzt auf die JavaScript-Engine von WebKit. Das sieht man jetzt hier in Orange. Und ja, Bugs, die in diesem Bereich auftreten, werden tatsächlich immer als sehr mächtige Bugs angesehen. Sie werden allerdings auch immer seltener. Und ja, das heißt, dadurch, dass sie immer seltener werden, wir schauen uns jetzt einfach an, was man da machen kann. Also, wir sehen diese 350.000 Zeilen Code aus. Wir sehen jetzt hier das JavaScript-Code-Verzeichnis. Und ja, das ist eben genau der Code, wie er aussieht. Und jetzt schauen wir uns jetzt nochmal im Spezifischen das zentrale Interface von diesem Teil vom Code an, nämlich den Runtime-Ordner. Und das ist im Prinzip genau der Code,
der mehr oder weniger 1:1 Abbildung von den JavaScript-Funktionen, wie zum Beispiel Reverse oder Cat oder so, auf die tatsächliche Implementierung davon abbildet. Also das kennt ihr, wenn ihr JavaScript-Entwickler seid. Und ja, da schauen wir eben auf ungefähr 70.000 Zeilen Code. Wenn wir jetzt, als wir uns für Pwn2Own vorbereitet haben, dann haben wir uns vorgenommen, in genau diesem Verzeichnis einen Bug gefunden haben und wir werden das jetzt nicht wieder verlassen, bis wir dort einen Fehler gefunden haben. Also zoomen wir nochmal raus. Das hier ist, wo wir gestartet sind und das Grüne ist das, wo wir jetzt, was wir uns jetzt gerade alle anschauen. Das heißt, es illustriert den Prozess, wie man hier jetzt ja, eben sowas findet. Früher gab es viele Bugs in der Runtime und in der letzten Zeit wurde das aber ziemlich aufgeräumt. Okay, also, das hier schauen wir uns jetzt an. Nachdem ich jetzt schon einige Jahre zwischen dem defensiven und offensiven Teil verbracht habe, habe ich gelernt, dass es ziemlich lange dauern kann, bis in diesem Bereich ein akzeptables Security-Level erreicht wird. Und das heißt, es geht darum, bereits während der Aufklärungsphase, also der Reconnaissance-Phase, hier die entscheidenden oder die interessanten Teile zu finden. Und hierzu haben wir uns entschieden, uns Windows-Server anzuschauen. Das ist ein Service, der als der Super-User auf macOS läuft. Und ja, das ist im Prinzip, ja, ja, das ist für die Safari-Sandbox zugreifbar und insbesondere, als wir diese Nachforschung angestellt haben, da konnten wir auf der Webseite Zero Day Initiative kurz CDI nachschauen und da konnten wir sehen, dass es mehr als 10 verschiedene Sicherheitslücken gab, die an CDI berichtet wurden, die für Privilege Escalations genutzt werden konnten. 2017 gab es dann allerdings nur noch 4, aber auch für diese Art von Exploit und 2018 gab es nur noch eine. Das heißt, über den Zeitraum von 3 Jahren hatten Leute tatsächlich sich immer wieder diese Windows-Server angeschaut und ja, Leute aus der ganzen Welt haben da Fehler gefunden. Also, ja, schon ziemlich interessant. Es gibt definitiv einiges an Perspektive auf die Sache. Und ja, was man daraus auch lernen kann, ist, dass Komponenten, die einmal schlecht sind, werden nicht so schnell besser, weil viele Hersteller Angst davor haben, durch einen Rewrite irgendwelche Rekursionen einzuführen. Das heißt, sie werden dann diese Komponenten nicht mehr wirklich anfassen, sondern noch patchen, wenn Vulnerabilities, also Sicherheitslücken, reportet werden an sie und da ansonsten wenig Wartung machen. Ja. Also, merkt euch das. Und das ist definitiv immer ein guter Punkt, um nach Bugs zu suchen. Okay. Also vielleicht bei WASM oder bei JIT gucken. Also Schritt 3. Nach diesen ganzen Schritten sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir tatsächlich anfangen können, mal uns das mal ein bisschen genauer anzugucken. Also dieser Schritt ist jetzt der, wo wir tatsächlich Bugs suchen. Und das ist oft der schwerste Teil von dieser Zero-Day-Entwicklung, also tatsächlich irgendwie einen Bug zu finden, den man tatsächlich auch ausnutzen kann. Und wir haben einfach keine 100 Millionen Dollar, die wir mit denen wir Fuzzer kaufen können oder so. Also es ist so ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Und es gibt so in etwa 2 Strategien und die haben sowohl ihre Vorteile als auch ihre Nachteile und ich will jetzt nicht großartig darauf eingehen, aber kurze Zusammenfassung ist, dass Fuzzing so die Hauptherangehensweise ist und ein der Vorteile ist, dass es einfach gut skaliert. Spoiler, wir sehen später noch, dass wir beide unsere Bugs gefasst haben, die wir tatsächlich für den Escape hinterher benutzt haben. Und das war aus 2018, ne? Also das ist dieses Jahr noch möglich.
Und Source Review ist halt die andere Strategie und die ist oft schwerer, aber man findet damit schon irgendwie hochkarätige Bugs. Also, wenn ihr damit anfangt, würde ich sagen, fangt mal an mit Fuzzing, guckt mal, wie weit ihr kommt. Also, in diesem Vortrag reden wir jetzt größtenteils über Fuzzing. Und das ist unser Scalable Fuzzing Harness, das wir gebaut haben. Und das ist ein grammatikbasierter Fuzzer. Und hier seht ihr mal irgendwie, wie so ein bisschen Output aussieht. Und wir haben damit nicht großartig rumgespielt. Aber ja, hier könnt ihr sehen, wie einfach das war, irgendwie rauszufinden, wo der Bug liegt. Und etwas, was wir gerne betonen, ist, dass Fuzzing wirklich als eine Wissenschaft benutzt werden muss. Und ja, Code Coverage ist jetzt nicht wirklich die beste Metrik, aber irgendwas müsst ihr benutzen, um euer Ziel zu beurteilen. Und alle 15 Minuten haben wir so einen web-based Überblick gekriegt über die Coverage von unserem Tool. Also so ein gutes Ziel ist so etwa 50% Coverage. Und ja, das hängt jetzt ab, das ist jetzt von Ziel zu Ziel unterschiedlich. Und ihr könnt jetzt auch sehen, wir haben uns da jetzt nur auf den Runtime-Ordner beschränkt. Und was wir beobachtet haben, ist, dass viele von den Bugs kommen halt aus diesen letzten paar schweren Prozent des Fuzzings. Und was das bedeutet, ist, dass ihr jetzt eine Weile daran arbeiten könnt, irgendwie die Coverage hochzukriegen und die Grammatik anzupassen. Okay, und dann erreicht ihr diese 50% und dann fragt ihr euch so, und jetzt? Aber erst wenn ihr dann noch irgendwie so ein bisschen weiter pusht und ein bisschen weiter fasst, dann findet ihr tatsächlich irgendwie relevante Bugs. Ja? Und dann guckt ihr euch diesen Control-Graphen an und fragt euch mal, warum erreichen wir diese grauen Blöcke nicht? Und dann guckt ihr euch das genauer an und dann passt mal die Test-Cases an oder macht das einfach auf dem Projektor und redet mal über diesen Code. Also das ist hier eine Live-Aufnahme, die ich gemacht habe. Und ja, so Klischee das auch aussieht, das ist ja tatsächlich das echt so passiert. Also es ist einfach okay, mal irgendwie Rubber-Duck-Debugging mit euren Mitarbeitern zu machen. Einfach um mal irgendwie Theorien zu bestätigen oder wegzuwerfen. Und ja, damit unser nächster Hinweis. Also das bezieht sich jetzt sowohl als auf Debugging als auch auf Corner Cases angucken. Aber wenn ihr jemals unsicher seid darüber, was ihr da eigentlich lest, Debugger benutzen, dynamische Analysen benutzen, ja, auch wenn das irgendwie schmerzhaft ist einzurichten, ihr müsst das halt einfach lernen, die zu benutzen. Also zum Beispiel, einer unserer Blogposts benutzt jetzt hier viel benutzt viel GDB, um hier eine Race Condition im Garbage Collector zu debuggen. Ich würde sagen, da gibt vielleicht drei Leute auf der Erde, die das allein durch eine Source Review finden könnten. Und wir haben das halt durch Fuzzing gefunden. Und wir haben das hinterher durch Debugger, durch AR gemacht. Mit einem Time-Traveling-Debugger. Und selbst wenn ihr einfach nur den Call-Stack dumpt, dann kann euch das schon richtig viel Kontext geben darüber, von wo das aufgerufen wird, welche Daten verarbeitet werden an der Stelle. Ihr sollt das jetzt nicht tatsächlich lesen können auf dieser Folie, aber das ist halt ein Backtrace. All right.
Also es gibt dieses riesen Missverständnis von neuen Zero-Day-Entwicklern, dass der ganze neue Code von wachsamen und sicherheitsfokussierten Entwicklern geschrieben wird. Und ja. And there's this really great blog post put out by Ivan from GPZ. Es gibt diesen super Blogpost von Ivan. Und der hat vor etwa einem Jahr WebKit gefuzzt. Und er hat diesen Fuzzer dann Open Source gemacht. Und vor einem halben Jahr etwa hat er dann diesen Fuzzer einfach nochmal genauso quasi unverändert laufen lassen hat und hat direkt nochmal 8 Use After Free Bugs gefunden. Und wenn ihr euch anguckt, wie diese Bugs aussehen, dann sind der Großteil davon ist tatsächlich irgendwie in den letzten 6 Monaten entstanden oder eine Regression in den letzten 6 Monaten. Und deswegen ist halt neuer Code normalerweise nicht gut. Der ist noch nicht gealtert, der ist noch nicht genug getestet worden. Sobald irgendwie ein Entwickler das Push und das Release wird, dann hast du auf einmal 1 Million Benutzer, die tatsächlich diesen Code ausführen. Ja? Und diese Benutzer fassen quasi für einfach durch ihr normales Browserverhalten. In your test cases, in unit testing. So yeah, it's not uncommon. It's the second point down here is that it's not uncommon for new code. Es ist auch nicht irgendwie selten, dass Annahmen einfach, die über den Rest der Codebase gemacht werden, kaputt gehen. Extremely hard to tell if, let's say, some new code that Joe Schmo, the new developer. Es kann echt schwer sein zu beurteilen, ob irgendwie der Code, den Josh, der neue Entwickler, hinzugefügt hat, irgendwie ein Paradigma, was vorher für den Code gegolten hat, kaputt gemacht hat. Vielleicht ist es auch echt ein Experte, der einfach mal irgendwie einen Fehler gemacht hat. Und also hier nochmal irgendwie ein Hinweis. Und Novizen werden oft irgendwie ungeduldig und fangen an rumzuspringen im Code und so. Und ohne wirklich zu verstehen, wonach sie suchen. Also immer anfangen, danach zu gucken, wo Benutzer Input eingeben und mal nachgucken, durch welche Funktionen das fließt. Ne? Welche Funktionen parst das? Wer greift darauf zu? Einfach das Ganze einfach halten. Und wenn wir jetzt nach unserer Sandbox-Escape gucken, dann wussten wir, haben wir gesehen, irgendwie diese Funktion hier, diese Funktion, denen kann man Daten schicken im Windows-Server. Und das sind diese ganzen Funktionen, die mit underscore underscore x anfangen. Und diese Funktionen operieren halt auf Daten, die wir ihnen geben. Also was wir haben, ist diese Daten-Pipeline quasi von Safari zu dem Windows-Server. Okay, lass doch mal einfach versuchen, irgendwie diese Daten-Pipeline zu man in the middle. Also haben wir einfach mal Frida dran gehängt, das ist auch so ein Open-Source-Tool. Und wir konnten uns die ganzen Nachrichten, die durch diese Pipeline geflossen sind, angucken. Und alles auf macOS redet mit diesem Windows-Server. Ja? Und das ist so ein bisschen wie Explorer unter Windows. Okay, und wir sehen jetzt diese ganzen Daten, diese ganzen Nachrichten und diese eindeutigen. Und klar, das sieht aus als wie irgendwas, was man prima fassen könnte. Ne? Okay, und dann dachten wir uns, vielleicht kriegen wir da irgendwie AFL reingehuckt oder vielleicht Radamsa oder. Ich meine, man kann auch einfach mal damit anfangen, irgendwie ein paar Bits zu flippen. Und ja,
Das hatten wir geschafft. Und Halverflake hatte diesen Tweet. Der meinte, ja, im Rückblick auf meine Karriere waren meine größten Fehler eigentlich immer zu versuchen, zu clever zu sein. Und Erfolg versteckt sich meistens dahinter, hinter der Frage, was ist das Dümmste, was ich hier möglicherweise machen kann? Okay. Und hier ist halt so ein 13-inch MacBook Pro. So, this is me literally placing my wallet on the Enter key, and you can see. Und ich habe dann einfach mal mein Portemonnaie auf die Enter-Taste gedrückt. Und im Hintergrund läuft unser Fuzzer und flippt Bits im Hintergrund. Und ihr könnt sehen, irgendwie die Farben verändern sich, es wird schwarz. Und normalerweise soll diese kleine Box irgendwie den Passworthinweis zeigen, aber dadurch, dass wir die ganze Zeit Enter drücken, aber da wir die ganze Zeit Enter gedrückt haben, werden halt viel zu viele Nachrichten geschickt und jedes Mal, wenn der Windows-Server crasht, dann wird man halt zurück auf den Login-Screen geschickt. And we lovingly titled that picture "Advanced Persistent Threat" in our blog. Und wir haben das halt "Advanced Persistent Threat" in unserem Blog genannt. Und das war jetzt irgendwie, das hatten wir jetzt in den ersten 24 Stunden quasi gefunden. Und wir haben jede Menge Crashes gefunden und wir haben uns die nicht alle angeguckt. Also da sitzen vermutlich ein paar immer noch auf unserem Server. Und da ist viel Müll dabei. Aber jedes Mal, wenn ihr irgendwas seht, was da EXC Bad Access sagt, das ist echt ein schlechter Bug, wenn der auftritt. Und den haben wir dann tatsächlich auch benutzt, um unseren Ausbruch zu machen. Und ja, könnt ihr auch auf unserem Blogpost nachlesen. It's all about how people trying to do these really cool, clever things. They get people can get. Und Leute versuchen halt richtig coole Sachen zu tun und lassen sich davon verführen, quasi alles Mögliche an Wissenschaft oder so da reinzustecken und verpassen aber oft einfach, dass man mit einem Fuzzer oder sowas halt relativ schnell einen Bug findet. Und diesem Typen da gefällt das nicht. Also wieder ein Missverständnis. Nicht nur Experten mit XYZ-Tool kann tatsächlich irgendwie so einen Bug finden. Das stimmt einfach nicht. Ja. Es gibt wenig Geheimnisse. Also die nächste Beobachtung. Irgendwie Bugs, die einfach zu finden sind, werden auch einfach von anderen gefunden. Und kurz nach unserem Blogpost wussten wir bereits, dass wir mit mindestens einem anderen Team kollidiert sind. Und wir hatten ein paar echt kreative Exploits dabei. Aber ja, wir hatten hinterher so ein bisschen Diskussion auf Twitter. Und dieser Typ da, der redet auch morgen über Chrome Interprozesskommunikation. Ned had started, and Nicholas, who's also here, said, "Well, at least three teams found it." Und Nicholas hier meinte, ja, okay, wenigstens drei Teams hatten diesen Bug unabhängig voneinander gefunden. Und das waren drei Teams, die alle bei Pwn to Own waren. How many people actually tried to weaponize this thing? Und ja, jetzt überlegt euch irgendwie, wie viele haben tatsächlich versucht, da irgendwie in eine Waffe zu verwandeln. Vermutlich nicht so viele. Aber ja, mindestens drei andere Teams haben das gefunden. Und ja, wie gesagt, das bringt uns zu unserem Ende. Also wenn ihr irgendwas mit Fuzzing schnell gefunden habt, dann hat das vermutlich jemand anderes auch schon gefunden. Okay, und jetzt geht's weiter mit Amy. Okay, also jetzt haben wir viel geredet über Techniken und Erwartungen, wenn ihr nach dem Bug schaut. Okay.
Und jetzt werde ich darüber reden, was ihr zu erwarten habt, wenn ihr versucht, den auszunutzen, den Bug, den ihr gefunden habt. Also jetzt geht es um Exploit-Entwicklung. Also, ihr habt einen Bug gefunden, ihr habt also den schweren Teil schon getan. Was auch immer euer Ziel ist, ein Browser, Windows Server, was auch immer. Und die Frage ist jetzt, wie geht ihr von da zu dahin, dass ihr einen Taschenrechner auf dem Bildschirm habt? Also, die Exploits sind hochkomplex. Entschuldigung, die Bugs sind sehr komplex. Und dann stellt sich mir die Frage, wie baut man daraus einen Exploit? Okay, also, wir nehmen einen Schritt zurück und sagen, also, die eigentliche Frage ist, wie schreibt man einen Exploit? Viele Leute denken, dass diese Exploits so eine ganz eigene Geschichte sind. Und in CTFs sind sie häufig viel einfacher. Also, wenn ihr einen Exploit bauen sollt für eine CTF-Competition, also ein Capture the Flag, dann kann es sein, dass es wie eine wahnsinnige Hürde scheint. Also, ihr müsst üben. Und das ist sehr wertvoll. Und Übung, das wird sich dann zeigen. Wir haben damit angefangen am Anfang. Ihr müsst versucht, alles zu lesen, was es über dieses Ziel gibt. Ladet das runter. Und euer nächstes Ziel sollte dann sein, das Ziel so gut zu verstehen, vielleicht sogar besser als die, die das gebaut haben. Das ist nicht einfach. Das ist natürlich sehr viel Arbeit. Aber jedes bekannte Exploit, durch das ihr euch durcharbeiten könnt, würde euch helfen, das besser zu verstehen. Ich arbeite zum größten Teil an Browsern. Ich habe viele Exploits gebaut, ich habe viel über Exploits gelesen und was ich gefunden habe ist, dass viele von denen eine ganz ähnliche Struktur haben. Da sind ähnliche Techniken dabei, ähnliche Bausteine, die dafür verwendet werden. Also das ist eine Beobachtung, die ich durchteilen kann. Und jetzt habe ich ein Beispiel. Wir hatten da bei Pound to Own, war dabei bei uns jemand dabei, der auch Safari als Ziel hatte, aber er wollte den Just-in-Time-Compiler angreifen. Unser Bug war völlig anders, der war im Garbage Collector, also was ganz anderes. Und einige Monate später nach Pound to Own, bei Pound to Own Global, da gab es ein Team, das war fantastisch. Die haben im Prinzip alles exploited, was sie in die Hände bekommen konnten. Unter anderem mein iPhone. Da haben sie auch den Safari angegriffen. Und der Bug, den sie dort verwendet haben, der war sehr ähnlich zu dem, den wir da gesehen haben. Das waren also ganz, ganz ähnliche Bugs und fast der gleiche Exploit hat funktioniert auf den unterschiedlichen Geräten. Was sehr wichtig ist, ist, dass der Pfad von dem Bug zum Exploit sehr, sehr ähnlich war. Einige Monate später gab es ein Capture the Flag, das hieß Real World CTF, die ganz, wie der Titel sagt, hatten sie ganz viele sozusagen aus der echten Welt Beispiele. Und die haben mich mitten in der Nacht aufgewacht und gesagt, löse das mal. Dann habe ich gesagt, okay, das schaue ich mir mal an. Und sie hatten einen JIT-Bug, also im Just-in-Time-Compiler. Und ich hatte mir das noch nie vorher angeschaut. Ich hatte da kaum Erfahrung vorher.
Aber ich hatte mir die Zeit genommen und hatte alle bekannten Exploits vorher schon angeschaut. Und ich hatte so einen ähnlichen Bug schon mal gesehen. Und jetzt ging es darum, einen Exploit dafür zu finden. Und dadurch, das hat mir erlaubt, eben schnell so einen Exploit aus diesem Bug zu bauen. Und so haben wir diese Challenge geknackt und das war sehr cool. So what does this actually mean? Okay, was bedeutet das? Not every bug is going to be, you know, that easily to swap into an exploit. Nicht jeden Bug kann man so einfach in so einen Exploit reinslotten. Aber das ist extrem wertvoll, wenn man selbst Exploit bauen will. Ist es solche Sachen anzuschauen wie die Exploit JS Vuln DB. Also, wenn ihr euch die alle anschaut, dann kann ich euch garantieren, dass am Ende versteht ihr die viel besser. Es gibt aber leider nicht so sehr viele Bugs, die publiziert werden, die komplette Exploits sind. Vielleicht ein oder zwei im Jahr. Wenn ihr also mehr das besser verstehen wollt, dann müsst ihr mal schauen, ob ihr selbst bekannte Bugs dafür Exploits bauen könnt. Ich selbst mag Chrome, da gibt es diese Listen mit Links, die euch anzeigen, was genau da das Problem war. Also wenn ihr es euch anschaut, hier ganz oben, da gibt es eine Out of Bounds in V8. Und wenn ihr da draufklickt, dann könnt ihr euch anschauen, was der Bug war und eben versuchen, einen Exploit dafür zu bauen. Also da könnt ihr anwenden, was ihr gelernt habt. Okay, da denkt ihr euch vielleicht, das ist viel Arbeit. Ich habe eine Menge zu tun, ich bin auch an der Uni, ich habe einen Vollzeitjob. The question is, how much do CTFs actually help you with these kind of exploits? Wie sehr hilft es, solche CTFs mitzumachen, um tatsächlich solche Exploits zu bauen? Und ich glaube, das hilft sehr viel, weil ihr diese Angreiferperspektive da sehr gut lernt. Aber die eigentliche, was eigentlich schwierig daran ist, ist, das halt in der echten Welt anzuwenden. Hier gab es einen super Tweet vor ein paar Tagen. Says libc here. Yeah, are often very artificial and don't carry much value. Also libc challenges sind die kann man leider nicht, was man da lernt, kann man nicht so gut anwenden im Rest der Welt. Die sind also sehr künstlich. Es gab ein paar CTFs vor kurzer Zeit, die sehr realistische Aufgaben hatten. Im Moment läuft ein CTF mit ein paar sehr realistischen Aufgaben. Und es ist verrückt, dass Leute das tatsächlich schaffen, in solche kurze Zeit diese Challenges zu knacken. Also das ist was, woran ihr arbeiten könnt. Diese neueren CTFs sind wirklich super für Leute, die eben in diese realistischeren Challenges reinschnuppern wollen. Aber das ist auch richtig schwer, wenn man eben Anfänger ist. Weil vielleicht als erstes Chrome zu knacken ist vielleicht ein bisschen viel. Also, selbst wenn ihr ganz viel Erfahrung habt, braucht Glück. Man kann, selbst mit ganz viel Erfahrung, kann man nicht einfach für einen Bug einen Exploit schreiben. In unserem speziellen Fall mit JavaScript konnten wir das tun. Das war sehr schön. Aber dieser Bug, den wir uns angeschaut haben, der hat einfach nicht in die Box von einem vorherigen Exploit reingepasst. Also ihr könnt hier sehen, das war der Bug für die Sandbox. Hier ging es um eine Ganzzahl Exploit. Normalerweise würde das zum Beispiel 4 erwarten, aber -3 würde eben
diesen Bug hervorrufen. Aber also dieser Bug ist ganz einfach. Heißt es, dass dieser Exploit einfach ist? Das ist eine Menge Code. Also ein Exploit für diesen Bug, das sind 1300 Zeilen Code. Also das ist ziemlich verrückt. Also pass auf. Wenn ihr einen einfachen Bug habt, kann es trotzdem sein, dass der Exploit sehr schwierig zu bauen ist. Das kann eine lange Zeit dauern. Aber keine Angst, ihr müsst einfach den das Exploit Rollercoaster fahren. Das Ziel ist quasi, dass wir am Ende von der Achterbahn dann mit dem Exploit fertig sind. Also am Anfang haben wir eben dann diesen Bug gefunden, wir haben ein paar super gute Ideen, wir haben schon ein paar Bugs gesehen, die sehr ähnlich sind und Exploits gesehen, die sehr ähnlich sind. Jetzt geht es gerade erstmal los und ja, wir müssen jetzt einfach nur zusehen, dass das eine Bit nicht gesetzt wird. Und ja, stellt sich dann leider raus, das Bit ist leider immer gesetzt und wir haben absolut keinen Plan, warum das so ist. Danke, Apple. Und ja, können wir da jetzt irgendwie uns drum herum arbeiten? Können wir da jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden, dieses Bit nicht zu setzen? Ja, und dann findet man da vielleicht irgendeinen Weg und dann findet man dann wieder raus, dass das den Exploit wieder kaputt macht. Und das heißt, das ist halt immer so ein Hoch und Runter. Man denkt immer, man hat irgendwas gelöst, man denkt, man hat alles genau so, wie man es haben will, und dann macht sie wieder was anderes kaputt. Das heißt, es geht im Prinzip darum, inkrementellen Fortschritt zu machen und immer die Probleme, die im Weg stehen, wegzukriegen und die neuen, die daraus entstehen, auch wieder zu lösen. Ja. Kleine Randbemerkung, das, was ihr jetzt gerade seht, kam von letzter Nacht. Amy hat gesagt, was zeigst du mir hier gerade? Und ja, das ist im Prinzip ein gutes Symbol dafür, wo wir zeigt, so, dass man vielleicht nicht immer eine Ahnung hat, wo die eigentlich Probleme herkommen. Das heißt, diese ganze Achterbahn-Metapher trifft tatsächlich nicht nur auf die tatsächliche Entwicklung, sondern auf den ganzen Prozess zu. Denn wenn man durchaus Crashes finden kann, also man kann durchaus Crashes finden, die nachher nicht zu Sicherheitslücken führen und so weiter, und hoffentlich kommt man dann halt irgendwann am Ende an und man hat dann irgendwann tatsächlich einen ausführbaren Exploit. Und ja, damit wären wir dann an der Stelle, wo wir den Exploit geschrieben haben. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der zuverlässigste, aber es funktioniert. Und dann sollten wir jetzt mal langsam anfangen, uns über die Payload Gedanken zu machen. Was ist die Payload, also die Nutzlast? Da geht es genau darum, dass man da rein das reinpackt, was man tatsächlich tun will. Also zum Beispiel einen Taschenrechner ausführen auf dem Desktop des Benutzers. Man kann dann irgendwelche beliebige Software ausführen auf dem Rechner. Man könnte auch das Programm fixen, das man tatsächlich exploitet. Und ja, wir sind dann halt bei den ganzen Capture the Flag-Wettbewerben immer sehr darauf fokussiert, dass wir einfach nur diese Flaggendatei ausgeben. Also in der Datei steht dann eben dieser Flaggenmarker. Und das ist alles, worauf es beim CTF ankommt. Aber in der echten Welt ist es halt deutlich wichtiger, was man dann eigentlich macht. So, jetzt schauen wir zum Beispiel mal, was man macht, wenn man einfach nur irgendwie den Exploit ausführt und dann aber nicht hinter sich aufräumt, dann crasht einfach der Windows-Server. Und das heißt, hier hat man jetzt nicht wirklich viel gewonnen. Bei einem CTF hingegen wäre man jetzt fertig. So, und das heißt, nachdem wir den Exploit ausgeführt haben und unsere Payload ausgeführt haben, müssen wir auch wieder alles aufräumen, sodass das System wieder in einem funktionierenden Zustand ist. Und das heißt, wenn wir irgendwelche Payload schreiben, dann kommen wir in den Exploits meistens irgendwann an eine Stelle, die Code ausführt. Und ja, dann sehen wir diese Stelle hier, die dann das Programm zum Breakpoint bringt und dann dann zeigt man quasi damit, dass man jetzt Code ausführen könnte, aber ja, man muss dann immer noch selber rausfinden, wie man tatsächlich die Payload ausführt und wie man den ganzen Shellcode da drumherum schreibt und so weiter. Das heißt, wir mussten uns jetzt irgendwie ausdenken, wie man die Payload nimmt, sie aufs Dateisystem schreibt,
an die eine Stelle, wo uns die Sandbox erlaubt hinzuschreiben und es dann als eine Library wieder zu laden, auszuführen und damit dann unseren Exploit auszuführen. Und ja, so nachdem ihr jetzt ja alles zusammengebaut habt, seid ihr quasi fertig. Euer Exploit funktioniert und das hier wäre jetzt der Escape aus unserer, also der Ausbruch unserer Sandbox und das heißt, wir zeigen damit dann, dass wir den Taschenrechner auswählen können. Aber wir müssen halt immer noch einen Schritt mehr machen, nämlich den Exploit zuverlässig machen. Weil wenn es nur einmal aus von 100 funktioniert, dann ist es nicht wirklich zuverlässig genug. Also für Point2Own haben wir uns so ein Harness geschrieben, dass uns den Harness, dass die Sicherheitslücke mehr als einmal ausführt und dann konnten wir uns die Statistiken angucken, wie oft der tatsächlich fällt. Und dann kriegen wir halt irgendwie Informationen, Log, wie lange das gedauert hat. Und damit konnten wir relativ gut iterieren und versuchen, unseren Exploit zu verbessern und den mehr zuverlässiger zu machen. Und der Großteil von unserer Unzuverlässigkeit kam halt von unserem Groom, der versucht irgendwie den Speicher ordentlich zu alignen. Was ihr auch versuchen wollt, sind halt mehrere Geräte. Also der JavaScript bei uns war jetzt eine Race Condition und das heißt zum Beispiel die Anzahl der verschiedenen CPUs ist wichtig, wenn ihr euren Exploit laufen lasst. Ihr solltet vielleicht verschiedene Betriebssysteme oder verschiedene Betriebssystemversionen ausprobieren, weil selbst wenn er überall funktioniert, gibt es vielleicht so kleine Unterschiede, und um die ihr euch kümmern müsst, wenn ihr es wirklich zuverlässig haben wollt. Apple pushed an update right before the competition. So we had to make sure that some parts of our code and our exploit could be. Und wir wollten halt sicher sein, dass unser Exploit immer noch funktioniert, selbst wenn Apple kurz vor dem Wettbewerb noch irgendwelche Änderungen pusht. Und deswegen haben wir uns hier was geschrieben, was sich relativ einfach austauschen lässt. Und wenn ihr versucht, irgendwie einen Browser zu exploiten, dann solltet ihr es vielleicht auch mal irgendwie auf dem Smartphone versuchen, weil wenn irgendwie so ein Exploit im Browser funktioniert, dann tut das meistens auch auf dem Browser, auf dem mobilen System. Also im Allgemeinen, was ich sagen will, ist, einfach mal den Exploit auf alles werfen und damit findet ihr hoffentlich noch ein bisschen Zuverlässigkeit in eurem Exploit. Und dann noch irgendwie unsere letzte Sektion. Okay, also ich habe leider nicht so viel Zeit für diesen Teil, wie ich das gehofft hatte, aber also im letzten Teil geht es um eure Verantwortung. Also ihr habt unseren Talk zugehört, ihr wisst jetzt, wie man diese Schlüssel baut, ihr könnt Türen in Server, in Browser einbauen. Ihr könnt viel Schaden machen zu Menschen, Unternehmen, Staaten. Ihr müsst sehr vorsichtig sein. Jeder in diesem Raum, wenn ihr unsere Tipps hier mitnehmt, dann seid euch bitte dessen bewusst, was für Schaden ihr machen könnt. Also es gibt ja ein Beispiel, da will ich nur schnell drüber reden. 2016, ich kann mich an diesen Tag spezifisch erinnern. Ein riesiger Distributed Denial Service Attack. Es hat alle eure Lieblingsseiten waren weg. Amazon, Twitter, Netflix, Etsy, GitHub. Das gesamte Internet in Amerika, in den Vereinigten Staaten, wurde furchtbar langsam. Es war verrückt. Leute sind verrückt geworden. Alle haben zu Bruce Schneiders Blog gelinkt. Das war, und haben gesagt, das war wahrscheinlich ein Staatsakteur. Das ist eine ganz neue Art von Distributed Denial of Service Attack. Der Blogpost von Bruce Schneier war, hieß, irgendjemand hat herausgefunden, wie man das Internet kaputt macht. Tatsächlich waren es nur ein paar Kinder, die
mit Minecraft-Servern diesen was gemacht haben. Also, ich habe viel Respekt für junge Leute und wie talentiert sie sind, aber Leute müssen wissen, was für einen Schaden sie damit anrechnen können. Sie haben keine Zero Days verwendet, heutzutage machen sie das vielleicht, aber damals nicht. But it was incredibly damaging. Es ist ein Riesenschaden entstanden. Also es ist schwer zu verstehen, wie machtvoll so ein Zero Day ist, bis man tatsächlich einen in der Hand hat. Also ihr könnt aber auch euch selbst in Gefahr begeben, wenn ihr sowas macht. Also seid bitte vorsichtig. That's all we have. Das ist alles. Das ist unsere Zusammenfassung hier. Der Anfänger-Guide. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann nehmt die jetzt. Und wenn nicht, dann kommt einfach zu uns nach dem Talk. Wow. Great talk. Thanks, you. We have very, very little time for questions. If somebody's very quick, they can come up to one of the microphones. Okay, also falls ihr Fragen habt, bitte zu einem der Mikrofone vorne kommen und wir rufen euch. Yeah, we'll be available after the talk. Und ja, wir haben auch noch Zeit nach dem Talk. Also wenn ihr hinterher noch ein bisschen reden wollt, dann. Und wir haben auch Sticker für euch, wenn ihr die sammeln wollt. Where can we find you? We'll be over here. We'll try to head out to the back. Yeah. Wir gehen dann irgendwo nach da hinten raus und so. Okay, I don't see any questions. Okay, ich sehe hier gerade keine Frage. Dann machen wir jetzt auch Schluss. Redet nochmal mit den Vortragenden später.